Okay, es geht los. Kirin Riki, Kirin Riki. Und Till ist schon ganz vorn als Erster. Der hat schon ein bisschen, der hat schon, da. Da gab es eine Begegnung, die friedlich ablief. Das ist doch auch schön. Okay, nicht ganz friedlich. Ich sehe schon. Wir sind, also so funktioniert es eigentlich auch ganz gut irgendwie, ne? Dann können sich hier unsere Spieleexperten so ein bisschen austoben. Die müssen dann nicht moderieren, die haben da ein bisschen Platz. So, aber die Nächsten, die Lust haben mitzumachen, die können sich auf jeden Fall schon mal mit hinsetzen, ne? Wir challengen hier die Menschen, die online dazukommen. Und aktuell sieht es so aus, unsere Online-Gäste sind am Gewinnen, obwohl es ist knapp irgendwie, nur ein Punkt vor... Ah, ja, okay, gut. 4 Punkte schon für Till. Till rockt hier einfach, glaube ich, gerade alle. Oh ja, danke. Till ist ja nicht zu stoppen. 5 Punkte, okay. Also, unsere lieben Gäste hier vor Ort, ihr müsst jetzt ein bisschen reinhauen, glaube ich. Ja, das stimmt. Ja, es gibt auch einen Teammodus. Ja, das wäre eigentlich auch witzig. Ja, aber das ist halt so richtig gegeneinander dann. Irgendwie, eigentlich ist es ja ein gemeinsames Miteinander. Okay, so, Till hat komplett gewonnen. Was? Aber ihr wollt bestimmt nochmal eine Runde spielen, weil jetzt seid ihr voll drin, oder? Okay, dann lasst doch direkt nochmal los starten, jetzt auch mit der kompletten 3-Minuten-Zeit. Und los geht's. So, alle sind auf dem gleichen Level. Alle haben 0 Punkte. Ist auch so ein bisschen Hide and Seek. Oh, Kirin Riki hat den ersten Kill hier auf jeden Fall. Und habt ihr euch gegenseitig erwischt? Beide haben einen Punkt. Oha. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Sehr guter Start. Alle sind auf jeden Fall heiß und richtig warm drauf. Ja, hier wird schon mitgejubelt im Publikum. Oh, Kirin Riki, jetzt geht es hier aber los. 2 Punkte. Till ist direkt ausgestiegen. Der Rage Quit. Oha. Jetzt wird hier sich auch gegenseitig behakt schon. I see. Freundschaften werden zerstört. Ja. Oh, Revanche. So, man muss sich jetzt noch vorstellen, dass das so Autogeräusche macht. Und noch 90 Sekunden, ne? Das könnte knapp werden. Auf Vorsicht, da ist das Wasser. Ja. Oh. harte Drifts. Ja. Setzt euch gerne und schaut mir zu. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch direkt als Nächstes. Okay, so. Und die Fernwaffen sind ausgerüstet. Um die Minen gerade so herumgekommen, wer auch immer die gelegt hat. Es hätte fast geholfen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. 40 Sekunden noch. Die Onside-Spielenden sind mit... Oh, es ist gleich auf. 4-4. Großmeisterin. Oh, Till kommt nochmal dazu. Aber das wird natürlich schwierig, in den letzten 30 Sekunden jetzt nochmal Punkte einzusammeln. Oh, alle haben 4 Punkte. Was ist hier los? Kompletter Gleichstand. Noch 20 Sekunden. Ich glaube, wer jetzt noch ein Ergebnis zielt, gewinnt die komplette Runde. Werden es unsere Menschen vor Ort oder
wird es Grinriki, der Online-Menschen sein. Oh, das war vor Ort. 2 und vorbei. Wir haben einen Gewinner hier vor Ort. Herzlichen Glückwunsch. Willst du was an die Topia-Menschen sagen? Sie sollen gesund bleiben. Das sehr gut. Aufeinander achten ist auch immer sehr wichtig. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns wieder zur nächsten Challenge um, ich weiß nicht wann. Ich habe meine Uhrzeit nicht dabei, aber demnächst. Danke. So, ja, das gleiche gilt auch für unsere Online-Gäste natürlich. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich an mein Handy rankommen würde, wenn es nicht so hier verdeckt ist. 14:46, alles klar. In einer Viertelstunde geht es weiter mit der nächsten Challenge. Wir spielen ein anderes Spiel, vermutlich Minigolf. Wir wollen ein bisschen Golf spielen. Also in einer Viertelstunde geht es dann hier weiter. Es ist wesentlich entspannter auf jeden Fall, genau. So, ach, jetzt stehe ich hier so da. Wo ist die Kamera? Da muss ich hingucken. Nochmal zum Abschluss. Viel besser. Sehr gut. Genau. Die Topia-Gäste können natürlich eingeladen sein. Spielt einfach noch ein bisschen weiter und in einer Viertelstunde, wir holen euch wieder ab am Eingang und laufen mit euch dann zur Golfstation. Bis dahin erstmal ciao von uns. Ja, Golf wird fantastisch. Also kommt gerne ein bisschen ran oder setzt euch einfach mal hin, wenn ihr zuschauen wollt. Wir spielen hier gleich eine Runde Golf. Unsere Online-Gäste sind auf jeden Fall schon bereit, wenn ich das mal richtig sehe. Ja, Kamera ist immer gut. Genau. Ah, da bist du. Nein, das war ich. ich glaube, also ich muss gemutet sein bei dir. Ich glaube, dann mache ich es lieber so, dass ich mich für Tobia nicht ermute. Merkwürdig, sollte ja nicht so. Ach so, na, ich muss dich muten, auch natürlich. Das habe ich vergessen. Warte. So, jetzt passt es. Genau, okay, die. Ja, ja, mach mal. Jetzt passiert nichts. Es kommt maximal über diesen anderen Hybrid Challenger. So, so jetzt haben wir es. So. Sehr schön. Okay, so, wer hat Lust auf eine Runde Golf will hier mal ein bisschen mit zuschauen? Es gibt es nur noch zweimal am Tag. Echt gegen digital. Alles sehr gut. Wir haben ja noch eine Person, die mit einem Speaker durch die Ausstellung läuft und alle Leute auffordert, hierher zu kommen. Das finden wir großartig. So, wen haben wir schon bei unseren Online-Gästen dabei? Wir haben hier Leonard, kann ich sehen. Oh mein Gott, ich sitze einfach zu weit weg. Ich muss mich rumdrehen. Kirin Riki ist auch wieder mit dabei. Das hier? Ah, okay, dann hört man mich laut. Okay, das ist besser. So. Wo war ich gerade? Achso, ich habe geguckt, wer da ist. Till ist da, Kirin Riki ist da, Leonard ist da. Sehr gut, wir haben 3 Challenger hier online dabei. Fantastisch. Fehlen noch die Challenger hier vor Ort aus dem Jupiter. Ansonsten sind wir natürlich die Meister. Ja, klar. Aber wir haben ja auch noch andere Menschen. Ich sehe, jetzt füllt sich das Publikum hier so langsam. Hat er jemand von euch Lust, hier mal mit zu challengen? Ja, sieht so aus. Okay, dann komm doch mal auf die Bühne mit. Ja, wer bist du? Thilo. Herzlichen Applaus, Thilo. such dir gerne einen Platz aus. Ja, sehr schön. So, unsere Online-Gäste, Thilo solltet ihr jetzt auch schon sehen. Kannst du mal winken, unseren Online-Gästen da. Sehr gut, da gibt es auch schon die ersten Herzen für dich. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, vielleicht starten wir auch einfach mal die erste Runde. Das ist ja sonst langweilig, so da zu sitzen. Und wir laufen in den Garten und folgt uns doch einfach mal hin. Das geht hier so ein Stück nach oben. Und ein Stück nach links.
den Wald durch. Und, ah, hier unten ist schon. Hier gibt es ja den, wer sich mit Golf auskennt, wird sofort diese Flagge hier erkennen. So, ich wundere mich gerade, warum ich mich aus der Ausstellung höre so laut. Das liegt daran, weil ich in der kompletten Welt gerade wieder rede. Das mache ich mal einfach wieder aus. So, sage ich ein letztes Mal noch, for everybody who wants to play with us in the Hybrid Challenges against our audience on location, then please come to the garden, we are playing golf. So, und jetzt bin ich einen kurzen Moment kurz weg und komme gleich wieder. So, hello again. Und dann kann es losgehen, oder? Ja, ich denke schon, ich bin jetzt sogar schon im Match drin. Ah, dann was? Ihr habt schon ohne mich angefangen. Wie gemein. So. Das Coole bei Minigolf ist ja, glaube ich, dass einfach immer unter dieser Adresse ein Spiel stattfinden kann, solange Menschen einfach. Da ist immer irgendwas los. Ja. Also am Anfang ist so ein bisschen zum Erwärmen natürlich, weil das Spiel läuft bereits. Da kann man sich so ein bisschen austrainieren. Ne? Wenn es dann richtig losgeht, dann müssen wir auch um die Punkte kämpfen. Huch, jetzt bin ich so ein Stück zur Seite gelaufen. Genau, wie funktioniert das? Man klickt einmal ins Spiel rein und kann dann mit den Pfeiltasten den Winkel bestimmen, wo man hinschießt. Und hält man die Leertaste gedrückt, bestimmt man, wie doll man schießt. Und dann muss man probieren, da nun ins Loch zu treffen. So, und das würde ich sagen, probieren wir doch einfach mal. Wie schlägt ihr euch so? Sehr gut. Unsere Online-Gäste können gerne das Mikro anmachen. Dann hört man euch nämlich auch und kann ein bisschen mit euch auch quatschen. Ja, getroffen. Ja, das ist, gehört natürlich auch so zum Spiel, ein bisschen rauszufinden, wer man selbst halt auch ist. So, jawohl. Die Leute, die hier zuschauen, können natürlich auch einfach nur mich anfeuern, weil sie mein Bild sehen. Ihr müsst dann halt darauf vertrauen. Oh, so, jetzt geht die neue Runde los. Okay, dann, wo sind wir denn? Wer bin ich? Iron Ruff. Wer seid ihr? Medicor irgendwas. Und Steffi, wer bist du? Ich bin Iron Hook. Iron Hook, okay, das ist gut zu merken. So, wie sieht's aus mit Till und Kirin Riki? Wer seid ihr? Das ist der Moment, wo man das Mikro anmachen muss. Ich sehe, Kirin Riki, ich sehe, dass du redest, aber es ist leider kein Ton zu hören. Oder ist der Ton bei uns aus? Gucke ich lieber nochmal. Ach nee, stimmt. Vielleicht stehe ich nicht nah genug. Ich lauf mal näher. So. So. Geh mal, haben wir Ton vom Rechner? So. Sonst ist es natürlich, also beim Golf gibt es natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Geräusche. Das ist dann schon auch entspannt. So. Und ich sehe, ihr schlagt euch alle sehr gut. Sonst müsst ihr einfach mit Mimik arbeiten. Das funktioniert schon auch. So. Kirin Riki, zeig doch mal in die Kamera, welche Position du hast vielleicht. Die fünfte. Alles klar. Ich habe nicht aufgepasst, wie schnell das war. War schon weg. Okay, ich gucke das nächste Mal genau hin. Dann haben wir das schon mal
geübt. Nee, oder? Oh, das war daneben offensichtlich. Oh nein, ich habe daneben geschossen. Komplett einmal nach draußen. So, oh nein. Ich glaube, einer von unseren Online-Challengern hat gerade die Krone auf, aber ich weiß nicht wer. Also vorhin waren die zwei ja nicht schlecht hier. Von daher, ach, ich bin wieder voll daneben. So, was bei Thilo, du wartest hier einfach. Ist nicht mein Spiel. Ha. Okay, Great Fate hat gewonnen. Ich glaube, das ist online. Herzlichen Glückwunsch. Okay. So, jetzt aber richtig. Ja, ich war ja gar nicht dabei jetzt in der ersten Runde. Ich habe hier noch nach dem Ton gecheckt, dass das funktioniert. Ja, das kann schon passieren. Ah, oh, so knapp daneben. Jawohl, so. Ah, okay, also der lila Ball ist deiner, nehme ich an. Yeah, gerade noch so. Sehr gut. Vierter Platz, richtig? So. Okay. Oha. Es passieren witzige Dinge hier auf jeden Fall. Manchmal. Ja, ich lag. Also, oder ich gebe auch gerne meinen Platz ab. Das muss nicht. Oh ja, ein bisschen Golf mit uns spielen. Magst du? Oh, das erklären wir dir. Fantastisch. So, super. Wir bekommen noch neue Challenger dazu. Genau, wir haben eine neue Person. Wie heißt sie denn? Charlotte, hallo Charlotte. Genau, kannst du dich da gerne mal hinsetzen. Und, warte, wir müssen einmal noch mit dir hochlaufen. Du kannst mit den Pfeiltasten deine Figur bewegen. Mit den Pfeiltasten. Genau, kannst du deine Figur bewegen. In der Zwischenzeit verbinde ich mich mal neu. Sorry, das war ich. Ich bin neu dazugekommen. Wenn ihr mich seht, müsst ihr mich muten. So. Keine Rückkopplung? Sehr gut. Okay, dann sind wir jetzt alle hier zusammen drin. Das sieht auch gut aus. Ah.
Okay, das sieht nach einem einfachen Loch aus, was wir hier treffen können. So, alle sind dabei und es gibt Leute, die haben das mit einem Schlag geschafft. Ja, ich warte dann einfach auf euch, ne? Schätze ich. Ja. Wie heiße ich? Okay, Witch. Möchte noch jemand vom Onside-Publikum eine Runde Mini-Golf mitspielen? Ich lege hier gerne meinen Platz auch auf. Habt ihr Lust? Okay. So, letzte Sekunde. Da sind wir. Oh, ich bin sogar noch auf Platz 3. Oh, ja, und jetzt bin ich auf Platz 6. Was bist du? Ach so. Okay, so jetzt geht's richtig los. Oh, was ist der? Der wird getanzt. Hier, Zweiter. Oh, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt geht's aber richtig ab. So, jetzt bin ich von Anfang an dabei und alle anderen auch. Und dann lasst ihr mal probieren, schnell in das Loch reinzukommen. Oh. So. Wie ist mit euch? Ihr seid noch unterwegs? Sehr gut. Ja, ich sehe schon, ihr kommt da so langsam. Oh, das war, ja, herzlichen Glückwunsch, sehr gut. So, und wer ist da noch übrig? Ist das jemand von uns? Nee? Das ist, Leonard vielleicht. Oh, ganz hart auf der Ecke. Platz 2. Okay, es geht auch ein bisschen um Geschwindigkeit. Wenn man natürlich als erstes im Ziel ist, bekommt man mehr Punkte. Diese Strecke hier ist besonders gemein, aber... Ja, genau wegen dem, was mir da jetzt passiert ist. Ich bin einfach auf der anderen Seite wieder runtergerollt. Thilo ist drin, Kirinriki auch. Zwei Schläge, what? Toll. Das klappt ja nicht so gut. So, ich taste mich jetzt hier so langsam ran. 10 Sekunden noch. Oh shit. Oh nein. Ich roll komplett den ganzen Berg wieder runter. Oh nein. Das war gar nichts. Wer hat es geschafft von euch? Ich hab's geschafft. Okay. Dann sind wir nicht ganz allein. Das ist doch schön. Okay. Zu viel Schwung kann auch ein Problem werden. So. Na. Jawohl. So, eure Gesichter sehen auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Noch in Anspannung. Manchmal so auch ein wenig reflektierend, sich wundernd, was da gerade passiert ist. So. Zwei sind noch außerhalb der Löcher. Ihr seid alle drin? Sehr gut, sehr gut. Schlagen wir uns ganz gut, würde ich sagen. So. Das Match endet in 2 Minuten. Es könnte also noch alles drin sein. Und... Gut, jetzt kann ich mich wieder ausruhen und ein bisschen aufs Moderieren konzentrieren. Ihr seid noch so dabei. Oh, Charlotte hat eingelocht. Sehr gut. Tja, Bettilo ist noch... Ah, na guck mal, siehst du. So, wer fehlt da noch? Könnte auch Till sein. Ruhe. Heißt der eigentlich immer noch gleich? Toll, ich war Platz 3. Das ist einfach, ich bin auch rausgeflogen. Schade. Ich war so gut gerade. Das ist jetzt nicht mehr aufzuholen. Haben unsere Online-Gäste gehackt, damit sie gewinnen können. Nein, das wollen wir natürlich nicht unterstellen.
So, vielleicht musst du das Spiel kurz reflektieren. So. Wir haben auch langsam ein paar mehr Zuschauende hier, das ist sehr nett. Möchte jemand von den Zuschauenden auch mal probieren, im Golf hier ein paar Bälle einzulochen? Es ist wirklich ganz einfach, links und rechts mit den Pfeiltasten und dann mit der Leertaste schauen, wie doll man schlägt. Oh, hier wird gerade ein Platz frei, perfekt. Herzlichen Dank, Thilo. Okay, Marcel joins. Genau, erstmal Hallo sagen dem Online-Publikum. Dann klickst du mit der Maus einmal auf die rote Flagge drauf. Genau die, ja. Genau, und dann geht es schon los. Klick noch einmal in das Spielfeld rein. Genau. Und dann kannst du mit den Pfeiltasten links, rechts den Winkel einstellen. Und ja, genau, das wäre die Regel, ins Loch schießen. Und mit der Leertaste bestimmst du, wie doll du schießt. Mit der Leertaste bestimmst du, wie doll du schießt. Ja, genau. Okay. Das sieht schon sehr gut aus. Easy. So, Kirinkiri und Till sind unsere zwei Online-Spielenden gerade, die mit noch dabei sind. Sie sind auch echte Profis in ihrem Werk. Sie sind schon bei der zweiten Hybrid-Challenge jetzt dabei. Es ist also echt nicht leicht. So, jetzt geht die neue Runde los. Und bist du unter den ersten drei, Kirinkiri? Zweiter, okay, nicht schlecht, nicht schlecht, sehr gut. Oh, da. Leicht daneben, aber da fehlt nur noch ein kleiner Schlag. Jawohl, drin, das war der lila Ball. So, Charlotte ist natürlich auch schon drin. Sehr gut. Jetzt wären wir auch zu Profis hier. Ich gucke gerade so fasziniert. Möchtest du vielleicht auch noch eine spielen? Ja, wundervoll. Ah, sehr gut. Wie ist dein Name? Nico. So, Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Mit der Leertaste holst du Schwung, mit den Pfeiltasten stellst du den Winkel ein. Monster Dunk. Oh. Ich war nicht der Erste. Charlotte ist vor mir fertig gewesen. So, noch 9 Sekunden. Oh, alle sind schon drin. Sehr gut. Ja, es geht richtig ab. Es ist die komplette hybride Challenge. 4 Leute vor Ort gegen 5 Leute online dann. Kurz rechnen. Du bist schon fertig, Nico. Nicht schlecht. Nee, nicht Nico. Namen verwechselt. Wie war dein Name? Marcel, richtig. Ich schieße links und rechts daneben. Das wird einfach nichts. Ah. Ah, war das knapp auf der Ecke. Toll. Ja, das hat mich die Drittplatzierung gekostet. Okay, dafür war ich jetzt der Erste. Das ist doch gut. Okay. Es ist gut, wie sich da alle um das Loch sammeln und dann leicht nach unten fallen. Ja, Charlotte hat es geschafft. Marcel auch, sehr gut. Jetzt zieht der Rest so langsam nach.
Und das ist das da, sind das ein oder zwei Leute, die da noch am Eingang stehen? Okay. So, wie viel? 1:47 haben wir noch, bis das Match hier zu Ende ist. Was? Schlag 1. Das. Okay, das war anscheinend eine sehr leichte Karte. So schnell, wie wir ja alle mit einmal drin waren. So. Das hier ist eine dieser gemeinen Karten. Wenn man hier aus Versehen leicht daneben schießt, dann stürzt man auf der anderen Seite ab. Und es ist richtig ärgerlich, wenn man ganz langsam runterfällt. So, man sieht auch schon die Taktik ganz gut, wie sich so die Leute kurz vorher sammeln. Um dann probieren, mit dem letzten Schlag dann noch reinzukommen. Oh, 6 Sekunden, das wird knapp. Das werden nicht mehr alle schaffen. Ich auch nicht. Nein. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Und auch hier eine Karte, die einfach aussieht, aber alle springen auf den Berg hoch. Aber wenn man nicht auf das Plateau kommt, rollt man sehr langsam runter, verliert sehr viel Zeit. Und wenn man zu doll drüber landet, fällt man auch wieder runter. Es kann frustrierend sein, wenn man ganz gut sehen kann an den Mimiken. So, Nico sieht entspannt aus und hat es geschafft anscheinend. Sehr gut. Marcel ist auch schon dabei. Charlotte kämpft noch leicht am Berg. Wer spielt hier mit uns online? Online aktuell haben wir Till dabei und Kirin Riquet. Ja, sie winkt ja auch gerade schon. Ja. Bei dir links oben in der Ecke. Dritter. Meine Güte, ihr habt aber auch trainiert. Ja. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Applaus für Marcel und genau, Nico. Danke, hier und Charlotte. Ja, ich verliere auch immer die Zeit, ne? Das stimmt, das ist ja auch schon in einer halben Stunde. Genau. Ich glaube, wir vielleicht machen wir einfach nochmal Smash Cards, weil wir jetzt Ton dazu haben. Und das klingt schon nochmal ein bisschen besser. Ja, super. Genau. Dann, genau, in einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Wo ist die Kamera? Da ist drüben ist die Kamera. Und danke fürs Mitmachen. Bis gleich. Oh, ups, das ging schnell. Sehr gut, okay. Da sind wir. Ja, da sind wir wieder. Unsere dritte und für heute letzte Runde der Hybrid Challenges. Wer das hier gerade hören kann, darf sehr, sehr gerne mal Richtung Bühne kommen. Wir werden nämlich gleich wieder antreten. On-Site-Publikum gegen Online-Publikum. Ja, darf sich messen in einem Online-Spiel. Genau. Und wenn ich hier auch noch meinen Monitor dazu bekommen kann, wäre das ganz gut. Dann sehe ich nämlich auch, was passiert. Ansonsten, ne? Wir haben auch schon 3 Gäste, sehe ich da hinten im Publikum sitzen. Vielleicht möchte da eine, ja, drehen sich um. Vielleicht möchte eine Person von euch oder vielleicht sogar 2 hier Platz nehmen mit uns. Könnt dann zu zweit einfach mit uns spielen. Ja, also wir werden gleich, wie heißt das? Smash Cards? Smash Cards, genau. Ja. Also ja, wer Lust hat, darf sich gerne zu uns gesellen und eine Runde spielen. Da drüben sehe ich auch jemand aus dem Schatten heraus, kristallisiert sich vielleicht ein Challenger für unser Online-Publikum. Der Kopf wackelt, aber er wackelt in die falsche Richtung.
Gut, sonst müssen wir das machen wie beim letzten Mal, dass wir einfach ja, schon einfach mal starten und dann kommen die Interessenten von selbst. Und dann ne? kommen die Interessenten noch mit dazu. Ist ja eine relativ entspannte Runde. Gut, ich sehe immer noch nicht so wirklich meinen Monitor. Weiß ich nicht, ob ich den noch bekomme. Vielleicht kann die Technik mal mit dem Kopf wackeln oder so, ob ich einen bekommen kann. Und sonst, okay. Ich muss zum Optiker. Irgendwie, dann habe ich eine ganz kleine Brille so, nur so. Okay, wir werden es schaffen. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal alle nach oben. Wieder zu dem kleinen Van. Mhm. So. Da. Okay. Und genau. So, das ist unser Austragungsort. Ich würde sagen, ich bereite einfach mal wieder ein Level vor. Ja, damit ich dann wieder die Verantwortung dafür trage. Ne? Genau, so diesmal nenne ich das aber anders, dass das hier nicht irgendwie Player irgendwas Nummer ist, sondern... Oh, ich sehe da jemanden. Ich glaube, das war Till, der wieder dabei ist. Wie Super. Könnte man sich hier nennen? Play, wir sitzen auf der Bühne. Nee, es ist zu lang. Play-Air vielleicht oder so. So, Play-Air. Das mag gehen. Okay, ich bin eine Katze. So, für unsere Online-Gäste, ihr kriegt gleich den Code dazu. Wir spielen diesmal ein anderes Level. Worauf haben wir denn Lust? Vielleicht mag das Publikum so ein bisschen mit abstimmen, was wir hier haben. Wir haben ein altes Schwimmbad, da könnten wir drin spielen. Wir haben so ein Raceway, wo man einfach nur im Kreis fahren kann. Das könnte aber auch sehr ganz witzig werden. Und wir haben, was ist denn noch cool? Ziemlich viele Arenas, die in der Luft schweben. Wer ist für das alte Schwimmbad? Okay, sehr gut. Das sind zwei Votes. Wer ist für den Racing Way? Niemand? Alles, was? War das ein Wort? Alles klar. Und wer ist für eine Luftarena? Oh. Ah, da kommen die anderen Votes. Alles klar, gut, dann wird es die Luftarena. Gut, ich würde sagen, dann Pinball klingt eigentlich recht witzig. Schauen wir mal da rein, wenn ich die besser kennen würde. Ich hoffe, die ist klein genug für uns. Und drücken mal auf Play. Möchte jemand von euch schon mitspielen? Das macht nichts. Ah, das ist richtig gut. Dann können wir alle zusammen starten. Wir wissen nämlich alle nicht, wie es geht. Dann kommt doch gerne mal auf die Bühne. Wie ist dein Name? Ich habe Kopfhörer auf, ich habe gar nichts gehört. Paulina. Paulina, alles klar. Paulina, dann setz dich doch mal hin. Genau. Und, oh, möchtest du auch? Ja, perfekt. Super. Sehr gut. Dann wie ist dein Name? Jan, okay. Hallo Jan. Ja, herzlich willkommen. Applaus für euren Mut. Sehr gut. Genau. So viel Applaus bekommt man bei uns schon fürs Hinsetzen. Das ist super, ne? genau, und ihr dürft dann gerne auch nochmal mit euren Play-Valley-Männchen nach oben laufen. Das geht, WASD funktioniert tatsächlich nicht, sondern Pfeiltasten oder Maus. Genau, und dann so nach oben, bis ihr so einen Eiswagen oder einen Van seht. Und da einfach einmal draufklicken. Dann öffnet sich das Spiel. So, und für alle Online-Gäste, ich habe euch den Code gerade schon einmal geschickt, dass ihr den mitsehen könnt und mit in diese Welt reinkommt. Ist egal, ja. Einfach zustimmen. Seht ihr das? Okay. Genau. Auf diesen Wagen, genau. So, und dann kommen wir haben alle gleich rein. Ihr könnt euch noch einen Namen vielleicht geben, damit wir so ein bisschen zuordnen können, wer ist. Dabei, da wo Player und steht. Ich sehe schon, also alle, die jetzt hier gleich mitspielen werden, haben einen gravierenden Vorteil, weil wir keine großen Bildschirme vor uns haben. Auf Join dann. Oder du hast einen Code gemacht. Ah ja, da ist er. Da ist der Code, den wir benutzen. Genau, für unsere Menschen, die hier vor Ort sind, der Code ist EU169010. Oder? Nee, stimmt gar nicht, oder doch? Was muss man denn da drücken? Oder ist es der kleine Code darunter? Ich
Ich habe jetzt schon wieder die Macht zum Starten. Ich glaube, es ist immer die Person, die als erstes beitritt. So, das sieht gut aus. So, ach, da kann man oben was anklicken. Das, also das ist das erste Mal, dass du spielst, ne? Dann ganz links. Okay, sehr gut. So, das sieht doch prima aus. Dann sind wir alle im Spiel. Oh, wir haben wieder unsere Meisterin dabei, Kirin-Riki. Ist jetzt schon auf Platz 1, weil es geht anscheinend schon los. Ach, hat schon jemand gestartet? Ach so, press any key to join. Ah ja, okay, ja, wir müssen einfach dann so loslegen. Okay, dann geht's los. Also, man spielt das folgendermaßen. Und zwar benutzt man nur die Pfeiltasten und fährt dann mit der Figur herum. Und mit der Leertaste löst man die Dinge aus, die man einsammelt. Ja. So, und... Okay, ich bin noch nicht mehr wirklich gestartet und irgendjemand hat hinter mir ein paar Minen gelegt. Danke, Kirin-Riki. Kennt sich halt aus schon. So. Da war sie gerade an mir vorbeigefahren. Aber die erste Runde ist eh nur zur Erwärmung. Ah, Till ist auch wieder dabei. Gut, ich finde, das hat auch die richtige Größe diesmal. Ja. Oh, da. Ach, war schon. Okay, herzlichen Dank. So, wie schlagt ihr euch bisher so? Also ich wurde schon einmal von Schumi aus dem Rennen geworfen. Oh, da war Till. Ich sehe auch die Gegner halt einfach zu spät. Kommen dann plötzlich um die Ecke rumgeschossen. So schnell kann ich gar nicht mein Kart drehen. Da. Schumi. Ja. Mann. Wer ist da ganz vorne? Sehe ich das richtig? Till? Also ja. Vielleicht spiele ich einfach andersrum. Das ist viel besser. Sieht da nicht so schön aus. Ich weiß nicht, was das war. Vermutlich meine Maus. Ja. Nicht so schlimm. So. Das ist dauert, doch schlimm. Das dauert irgendwie auch ein bisschen, bis man raus hat, welche von diesen Waffen jetzt irgendwie weit, also für die Weite okay sind und welche man eher von nah benutzt. So, jetzt geht die Runde richtig los. Mhm. Wir sind alle erwärmt und wissen, wie es geht. Jawohl. Okay. Also, alle Punkte auf Null. Das war die Revolver. Oh, okay. Jetzt habe ich mich gerade schon gefreut, aber war nix. Oh, wer war das? Es ist... Oh, und ich fahre auch voll rein ins Feuer hier. Nicht gut. Ich dachte irgendwie bei Sky Arena, dass man sich auch gegenseitig runterschubsen kann, aber oh, kann das, man? Das geht nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich es schade oder gut finde. Ja, ich finde es gut. Das habe ich immer noch 0 Punkte. Das ist natürlich nur Absicht, damit unsere Gäste gewinnen können. Sonst bin ich natürlich... spiele ich ganz anders. So, wer ist ganz vorne? Oh, ich bin vorne. Fidas, bist du. Wie ist das direkt passiert? Direkt gefolgt von Till. So, und wer das hier ganz spannend findet, so das Publikum sehe ich schon, der kann sich schon mal überlegen, direkt hier einzusteigen dann, direkt in der nächsten Runde und ein bisschen besser zu spielen, als wir das hier gerade tun. Unsere Ehre als Menschen, die hier vor Ort sind, zu verteidigen gegen die Online-Gäste. Na endlich, ein Punkt. Kriege ich keinen Applaus, okay. Wie ist es bei euch? Seid ihr ein bisschen gestresst, oder?
Aber dafür sieht es gar nicht so schlecht aus. Also es sind so viele Leute hier unterwegs, ich finde noch nicht mal etwas zum Einsammeln. Das scheint knapp zu sein. Oh, oh. Wir haben gerade wirklich ganze 3 Personen auf dem ersten Platz. Ja, jetzt nur noch 2. Das bin ich. Geringriki macht mir das direkt wieder streitig. Oh, ganz knapp am Ende nochmal. Sehr schön. So, wer möchte einmal die Tastatur übernehmen? Oder lässt sich auswechseln? Auch gut. Ja, ja, einfach aufstehen gehend. Danke, Pauline, fürs Mitspielen. Danke. Ja, so, dann wer haben traut wir sich einmal? Wer traut sich? Ihr traut euch. Ihr wollt euch nicht. Dann müssen wir das zu dritt jetzt rocken einfach. Hm. So sieht's aus. Ja, wir müssen on-site vertreten. Ja. Danke. Ah, wir haben doch noch jemanden. Sehr gut. Okay, sehr schön. Habt ihr auch noch Lust mitzumachen? Wir haben noch 1 oder 2 freie Plätze sogar. Ist wie Mario Kart. Mario Kart kennt ihr bestimmt noch. Ja, super. Na dann, spielst du einmal gegen unser Online-Publikum, dann komm doch erstmal dazu. Ja. Ich genau, kann ansonsten kannst auch dich schon noch mal hier hinsetzen. Ist auch noch. Genau, bitteschön. Ich mache dir das gleich super. Alles soweit an. So. Ja, warum nicht? So. Ich möchte, wir wollen ja so vielen wie möglich die Gelegenheit geben, für On-Site-Publikum anzutreten, um herauszufinden, wer besser in diesen Multiplayer-Spielen ist. Okay, das sieht doch schön aus. Alle sind da. Ja, achso, wen haben wir denn da jetzt eigentlich? Wie ist sein Name? Ahmad? Okay, hallo Ahmad. Yes, in English, perfect. We can do that. Ah, okay. Dann. So what you have to do is to hit the other players, and you do that by controlling the car with the keys, like arrow keys, and with the space you shoot whatever you want when you get something, like in Mario Kart. So where do I stand? Ah, ich bleib einfach hier stehen. Okay, so, press any key to start. Oh, right, sorry. Now you can, yeah, there you go. Okay, und okay, ich sehe hier gerade schon, Ahmad hat auf jeden Fall schon, ist auf jeden Fall schon gut dabei, hat schon Oh, Till hat gerade ein bisschen Vorsprung. Okay. So Till is leading the board again, because Till is kind of the together with Kirinriki, the two guys who are taking part in all of the challenges we have right now. And they're quite the masters already, because they tried out in their first round. Aber alles ist natürlich noch möglich. Es sieht ganz gut aus. Ja. Viele mit einem Punkt. Ist auch sehr. Ich liebe diese angestrengten Gesichter. Also man kann ja auch ein bisschen entspannt daran gehen. You can relax a little bit while playing. Okay, now, of course, the round is over. It was not a full time. So let's start a new round in 5 seconds. And then, you know, it's all in. You can do it. So. Ich hab gerade ein bisschen den Überblick verloren, wer eigentlich, welche Namen eigentlich hierher gehören und welche Namen online sind. Also Till und Kirinriki sind auf jeden Fall online. Und eine weitere Person muss es ja noch sein. Gedöns. Genau. Es ist entweder Gedöns oder oder Shumi. Ich weiß gar nicht, welcher Rechner das da ist an der Stelle. Aber können wir einfach so anfeuern. Oh. Okay.
Till und Schumi sind wieder in Führung. Oh, oh, das sind ziemlich... Ja, da ist er nicht mehr rausgekommen. Achtung, da... Yes, that's mine. Careful. So, we have the first three runs with 3 points. There's still 100 seconds to go. Wie sieht's bei dir aus da? Schlägt sich deine Seite gut? Ja, ich finde schon. Das ist auch diese Kindheit. Also ich meine, du siehst ja, hier Ahmad unter meinem Namen gerade, der ist schon auf dem dritten Platz. Ja. Und Schumi, ist Schumi bei uns? Voll konzentriert, ist gerade nicht ansprechbar. Man kann gar nicht so stören, ja, okay. Wer ist dieser geheime Schumi? Einer unserer Online-Gäste. Wer im Publikum hat denn schon mal Mario Kart gespielt? Ah, gar nicht so viele. Interessant. Nun, so sah das damals bei uns im Kinderzimmer immer aus. So 4 Leute, sehr konzentriert vom Fernseher. Okay, 30 Sekunden. If you do one more kill, you may end up in the first three. Oh, a fake lootbox. Okay, Grinky, Till. Oh, last second. Ja, Matt, ich hab übrigens auch rausgefunden, wer Schumi ist. Ja. Schumi hat sich hier vor Ort, vor der Bühne, den Laptop aufgeklappt. Also ist eine richtige Hybrid-Teilnahme. Leicht gehackt. So, ich bin hier aus Versehen ein bisschen zur Seite gelaufen. Wir laufen nochmal dahin, wo auch die ganzen Online-Gäste sind, dass wir sie auch nochmal sehen können auf dem Bildschirm. Wo war das? Ach so, nee, das war ja hier drüben. So, da ist der Wagen. So. Okay. Ah. Now we can see everybody else. Nice. Okay. Ja, super. So. Haben wir nochmal Zeit für eine Runde, oder? Do you want another round? Final round? Wollt ihr nochmal eine finale Runde fahren? Hm? Ja. Es kann sich ansonsten noch vielleicht auch jemand auswechseln lassen, falls noch jemand möchte. Okay. Dann würde ich sagen, let's start one more round. And let's see who takes the crown. Oh. Oh, das... That's a little bit unfair for you, I'm sorry. All right. Okay, so the round starts really slow. Three persons already got 1 point. Ah, there you go. Very good. So. Und alle scheinen sich ein bisschen zu verstecken. Ah, da hinten fahren ein paar um die Ecke. So, bisher gibt es noch keine größeren Punkteabweichung. Oh, da wird die Führung übernommen. Oh ja. Ahmad ist in Führung gegangen. Hier drüben. Ja, direkt auf der rechten Seite. Ja. Aktuell der Champion. Aber die anderen haben schon wieder aufgeholt. Ja. Oh. Well, this can happen as well. You can get a point, but also lose a point. Thank you.
Oh, so this is a nuke. If you aim it right, you can shoot down multiple people at once. No, not the one who already was down. Okay. So ich sehe schon, unsere, oh, die On-Site-Spielenden sind auf jedes Mal definitiv besser aufgestellt diesmal. Kirin Ricky ist ziemlich weit hinten mit nur einem Punkt. 7 Punkte, wie bitte? Das ist ja... Wow. Jawohl, so herzlichen Glückwunsch. Champion. Okay, herzlichen Dank fürs Spielen. Thanks for playing. That was the hybrid challenge, I guess. Yeah. And yeah, so you are all champions. Yes, so you can clap for yourself as well. Yeah. Cool. Viel Spaß beim weiteren Erkunden des Festivals. Ja. Es gibt sehr viel zu sehen. Was kommt als nächstes? Es wird ausgepackt, oder? Oh, Unpacking, richtig. Um 17 Uhr findet hier Unpacking statt. Ihr seht ja, die Bühne ist noch relativ leer. Das wird sich jetzt aber gleich ändern in der nächsten Stunde. Dann werden nämlich alle Objekte, die ihr am Counter abgegeben habt, also falls ihr noch nichts abgegeben habt, tut das noch, kommen auf die Bühne und wir werden uns diese Pakete alle einzeln anschauen, hier in die Bühne reinpacken und damit das Festival gestalten, diese Bühne gestalten und eure Objekte werden hier für... ja, den Verbleib des Festivals im Stream zu sehen sein und diese Objekte werden benutzt, um mit ihnen ein Spiel zu entwickeln. Also das könnte auch nochmal spannend werden. Genau. Und was haben wir heute Abend noch? Heute Abend ist da nicht was mit Halloween. Da ist irgendwas mit Halloween. Irgendwas, ne? Mit Gruseln. Ja. Ja, da findet doch die Taschenlampenführung dann statt und der Horrorspielabend. Richtig, genau. Also wenn ihr auf Horror steht und ein bisschen Gruselspiele, dann kommt ihr auf jeden Fall auch noch mit vorbei und gruseln uns ein wenig gemeinsam. Genau. Herzlichen Dank und bis später. Bis später.